Willkommen zurück zu Dead or Alive 4. Das letzte Mal hatte ich mit Heyetay den Story-Modus durchgespielt und habe dann Helena Douglas freigespielt. Sie kriegt man erst, wenn ich mit jedem Standardcharakter den Story-Modus durchspiele. Und nur Helena ist die einzige, die ich jetzt im Story-Modus freispielen kann, genau. Mit dem ich im Story-Modus spielen kann, von den Freischaltbaren. Mit Helena kriege ich noch einen weiteren Bonus-Charakter. Wer das ist, erfährt ihr dann nach dem Story-Modus. Mir fehlen ja noch zwei Charakteren. Ja. Und andere kriege ich erst, wenn ich mit jedem, auch die freigespielten Charakteren, den Time-Attack-Modus spiele. Und das kommt ja nach dem Story-Modus, dem Time-Attack-Modus. Aber ich werde nicht mit jedem Charakter spielen, nur die ich freigespielt habe. Geschweige mit einem. Damit es jetzt noch länger geht. Das heißt, alle Standard-Charakteren und Helena werde ich nur auf Screen spielen. Den Time-Attack-Modus. Sag mal, hat sie gerade nicht angegriffen? Oh, hey Tommy, du hast schon auch das letzte Mal genervt. Stimmt, bei Helte habe ich ja letztens das alles übersprungen. Ich finde sowas immer, wie gesagt, immer lächerlich. Wenn man die gerade angreift und die sind getroffen, dass sie dann plötzlich noch diesen Konter machen können. Das ist lächerlich. Vielleicht? Ja, du, da, du. Posse war Müllon. Einig da. Kann ich nicht mehr Fujiu stehen, Fena. Matoa, Doatekko, Nusunda, Mad Scientist. Victor Donovan. Nani Ostanoka, Schiranai Keredo. Donovan war Anata, Okestaione. Monoschiri Dana. Joken, Fumanga? Ich bin genau da, wo normalerweise der Endkampf gegen Alpha ist. Nein! Ich hatte gerade die Chance gehabt. Ah, dammit. Das war gerade sehr Pech. Das Geld, nein. Oh, jetzt bin ich irgendwie gerade viel schlechter. Man hat gerade schön das Knacken gehört. Ha ha ha!
ってきな。譲る気はありません。 Get ready, fight! Hey, wieso hat sie gerade nicht reagiert? Na, war ich da nicht zu schneiden. Hat er bestimmt mit Absicht gemacht. Mich erstmal die 3 Runden lang ein bisschen zu trollen und dann... Oh nein, nicht der. Alter, das geht mir richtig auf die Nerven immer. Ich glaube, nach Dead or Alive 4 werde ich dann den zweiten Teil spielen, den ich ja auch habe. 5. Teil und 3. Teil habe ich ja schon gezeigt. 1. Teil habe ich noch nicht. Und 6. Teil kommt dann nächstes Jahr. Schon mal einen Arschklatscher gegeben. Oh, geiler Hintern. Noch nicht. Leon. Ey! Mann! Es hat doch so gut angefangen, Alter! Jetzt mal die Scheiße! Ja, komm, erzähl mir keinen Scheiß. Ich hab 2-mal gegriffen und angeblich hat sie nicht konnte sie, war ja außer Reichweite. Hm. Das ist wieder pure Verarsche hier. Mann, geh mir nicht auf die Eier jetzt! Willst du mich ficken? Oh. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte sagen, willst du mich verarschen? Okay, mal gucken, wie viel er schneiden darf oder ob der jetzt auch wie Bayman ist. Ja klar. Besser ist es für dich, du Blödmann. Brauchst du doch nicht zu schneiden. Durch diesen Spaten. Ah. Anata, Ypsilon Project ni ita wa ne. Ypsilon. Tsumari, Ninja Hayate ni hitotsu no shimei wo ataeta wo. Kono zama wa anata no okage da to? Keretsu na Donovan no suki ni wa sasenai.
いたずらが過ぎるわ。アルファ1号2の停止装置も潰された。覚醒は止まらない。残る手立ては、まさか。邪魔しないで。Naja, bei Lisa weiß man nie, ob sie jetzt böse ist oder gut oder böse ist. Warum weiterkämpfen, wenn es schon scheiße beginnt? Hallo?譲る気はありません。おー、リーザー。OK、here is actually La Mariposa。So, letzter Versuch. Wenn der nicht gelingt, kommt wie immer dieser Kampf, den ich gewinne. Mann!Geht mir nicht auf die Nerven mit dem Scheiß-Konter jedes Mal! Richtig, lächerlich! Kämpfe ich jetzt gegen Alpha, weil sie es ja gerade erwähnt hat, dass sie sie zerstören möchte. Wahrscheinlich, dass Christi nicht kam. Oder ist sie die Endgegner? Oder es gibt ein extra Level. Den Dialog kennen wir ja schon von Christi. Also als ich mit Christi gespielt hatte. Oh, Alter. Wenn der Kampf schon einmal scheiße beginnt, dann braucht man eigentlich nicht mal weiter zu kämpfen. Nein. Ja komm, erzähl mir keinen Scheiß!Tschüss mit dir. Hören wir sie jetzt mal singen bei ihr Opern. Sie ist ja Opernsängerin.
eklig, wenn man jetzt nur auf ein Ohr die Musik hört. Episch! Sie haben das neue Kostüm für Helena freigespielt. Sie haben Spartan 458 freigeschaltet. Das ist ein Gastcharakter. Also das Endvideo war auch richtig interessant. Da hat Helena anscheinend eingesehen, dass Duartec großartig nichts bringt. Ab dem fünften Teil weiß ich, dass sie zu den Guten gehört, weil sie dann ebenfalls Duartec aufhalten möchte. Soweit ich weiß, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Ja. Ich kann euch ja mal Spartan zeigen. Es ist einer aus Halo. Ihr richtiger Name ist natürlich Nicole. Dieser Charakter, wie gesagt, kriege ich erst, wenn ich mit jedem Charakter, den ihr jetzt hier seht, den Time-Attack-Modus durchspiele. Aber in der nächsten Aufnahme werde ich definitiv mit Dietra spielen und mit Spartan. Ich weiß nicht, wie Spartan sich spielen lässt, ich habe sie noch nie gespielt, weil sie ja nur in Dead or Alive 4 vorkommt und wie gesagt, ist nur ein Gastcharakter. Viele würden jetzt sagen, oh, Master Chief, aber es ist nicht Master Chief, wie gesagt. Es ist Nicole. Und Master Chief hat, glaube ich, eine andere Nummer statt 458. Ich bin mir aber jetzt nicht sehr sicher. Ich habe Halo noch nie wirklich gespielt. Ich kenne zwei Halo, aber gespielt habe ich noch nie. Dennoch weiß ich, aus welchem Franchise Spartan herkommt. Ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich glaube, ich werde nur mit ein oder ein anderer mit dem Timer Cat Modus durchspielen. Und den Rest werde ich dann offscreen spielen. Oder spiele mit die vier freigespielten Charakteren, also die ich noch nicht gespielt hatten, werde ich den Timer Cat Modus spielen und mit dem Rest werde ich dann offscreen spielen. Ja, auch Helena. Ich habe sie ja gerade auch schon im Story-Modus gespielt. Wer dieser geheime Charakter ist, erfährt ihr dann zum nächsten Mal. Ich sag ansonsten noch Tschüss.